Shit goes down. Oh fuck, ey. Okay. Das heißt. Solange jetzt die Sache mit Abessa nicht triggert. Machen wir. Ja, was machen wir solange? Solange das nicht triggert. Könnten wir eigentlich den ursprünglichen Plan weiterverfolgen, ne? Das würde bedeuten. Dieser Konverter, Crony. Sestak meinte ja jetzt, ob ich die restlichen Konverter ausschalte, liegt in eigenem Ermessen, ob's gut ist oder nicht. Ich werde sie natürlich ausschalten, ganz klar. Auch wenn das die Alts wahrscheinlich noch mehr alarmiert und die dann krasse Großoffensive bumsen. Kann ja, keine Ahnung, kann alles passieren. Ah, fuck. Waren wir hier schon mal? Ja, doch, klar. Klar, klar. Boah, ich weiß nicht. Es ist heftig. Also. Wir können davon ausgehen, wenn das in dem alten Stand auf einmal getriggert ist, ja, muss es ja jetzt auch irgendwann auf einmal triggern. Also irgendwann mittendrin muss es triggern, dass halt irgendwas in der Stadt passiert. Was auch immer das tatsächlich ist. Ich habe mich jetzt geforst gefühlt und das ist halt die Frage, du weißt halt nicht, wann es triggert, ne? Warum es jetzt noch nicht getriggert ist, weiß ich auch nicht. Aber es wird, und wir wissen nicht wann. Aber wir haben jetzt alles gemacht. Ich war geforst dazu, jetzt die Quest mit der Antenne so zu entscheiden. Ob das so gut ist oder nicht, keine Ahnung. Es ist jetzt so, oh fuck, ey, ich mach mir so Sorgen, ne, dass das alles in Ordnung ist oder nicht. Oh fuck. Okay. Aber wir können nichts tun. Das ist jetzt so. Wir können rein gar nichts unternehmen. Das heißt, unser nächstes Vorgehen wird sein, der Crony-Konverter, der Tavar-Konverter und die Großoffensive. Aber ich denke mal, wir werden die beiden, oder vielleicht erstmal den Crony-Konverter, vielleicht haben wir dann schon das Level up. Wenn wir es dann noch nicht haben, machen wir den anderen, den Tavar-Konverter auch noch. Dann dürften wir auf jeden Fall, denke ich, genug Erfahrung gesammelt haben, dass wir Vollstrecker werden. Kaufen uns die geile neue Outlaw-Rüstung, weil die möchte ich auf jeden Fall haben. Egal, ob die überteuert ist oder nicht, also die möchte ich einfach haben. Und Ich weiß nicht, ob das die finale Rüstung schon ist dann oder ob es dann noch eine super krasse Rüstung gibt irgendwann. Aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass es dann am Ende nicht noch eine super krasse Rüstung gibt. Aber nee, ich will dann auf jeden Fall die. Ja. Ja. Und wenn es dann ist, dann, dass wir uns dann, insofern mit Abessa nichts passiert, also sobald was mit Abessa passiert, widmen wir uns der Sache. Logischerweise. Das ist halt jetzt nur der Ausweichplan, was wir zwischendurch jetzt machen. So. Oder eben danach, je nachdem, was triggert. So, dann haben wir die krasse Rüstung und so. Und dann würde ich mich der Großoffensive widmen. Nasty, Ulbricht, Bums. Ich frage mich halt auch, ob das so gewollt war oder nicht, dass das da getriggert hat. Oder ob das. Oh, keine Ahnung. Ich frage mich halt, warum das jetzt nicht triggert. Gut, letztendlich. Ja, letztendlich. Müssen wir da hoch, ne? Ich würde sagen, wir gehen kurz vorher nochmal zu Sestak. Ob wir noch was mit ihm reden können. Teleportieren uns dann daher. Dahin, gehen den Weg entlang, gucken, was mit Crony ist. Vielleicht können wir Crony auch erstmal so zurückholen,
ohne den Konverter zu. Na, mal gucken, mal gucken. Je nachdem, was dort oben auf uns wartet. Es könnte jeden Moment. Könnte krasser Scheiß passieren. Ach, fuck, ey. Jeden verdammten Moment. Okay. Ich meine, wir hatten mit Sestak noch trotzdem irgendwas offen, oder? Genau. Wann hast du meinen Bruder das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Tagen vielleicht? Kallax wurde in den Eispalast zurückbeordert, soviel ich weiß. Die Alps bereiten sich vor. Bald schon werden wir mit ihrem Großangriff rechnen müssen. Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Tja, das... ja, okay. Okay. Ja, Story Shit goes down, baby. Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Boah, irgendwie, wir kommen nie über Mark dich, ey. Ah! Manu. Ja, okay. Dann... ja, den Rest der Welt erkunden können wir... ich denke, also... es wurde ja auch so gesagt, dass selbst nach dem Finale, dass man immer noch in der Welt rumlaufen kann, restliche Quests erledigen kann, mit Leuten reden kann, wie sie fanden, was man getan hat und so. Das heißt, hier, ne, Teil der Verbannten, Ignadon, manche Stellen hier und so. Selbst wenn wir jetzt aus Versehen zu viel mit Quests, aber gut, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber selbst wenn wir zu viel mit Quests machen, können wir das immer noch dann beenden, denke ich mal. Na gut. Ist halt so die Sache, ich bin immer mega unbefriedigt, wenn ich halt Quests nicht erledigen kann, ja? Wenn mir die Möglichkeit weggenommen wird. Immer wenn irgendwas von wegen Quest abgebrochen, da knackt's so in meinem Gehirn und Herzen so. So. Ja, nein! Ich will alle Quests machen. So. Ah. Klar, bei manchen Sachen hast du halt gar keine andere Wahl. Warum steht ihr hier so doof rum? Möge Kalan. Ja. Sollte doch rumlaufen, ne? Deswegen, ich bin immer mega unbefriedigt, wenn ich halt Quests nicht beenden kann. Das ist so... Wenn mir irgendwas vorweggenommen wird und ich irgendwie... wie halt das jetzt gerade eben gewesen wäre, hätten wir das nicht nochmal gerettet eben. Mit dem... dass auf einmal in Abessa was passiert ist. Ne? Ich hoffe mal dadurch, dass wir neu... und dann doch noch die Antennenquest erledigt haben, dass jetzt nicht wir irgendwas gebrochen haben, dass nicht irgendwas jetzt broke ist. Aber eigentlich müsste alles gut sein, oder? Und was ich auch hoffe, ist, dass wir hier nicht erfrieren, bevor wir überhaupt bei Crony ankommen. Wir müssen so rechts lang. Wir können jetzt die Straße entlang. Und dann hier so. Ja, ich denke, das passt. Guck mal, hier ist sogar eine Brücke. Perfekt. Da ist auch eine Brücke. Krass. Ist die mehr Metall? Ein Rucksack, okay. Okay. Oh, fuck, man. Gut, wenn wir dem Weg da folgen, müssten wir da hinkommen, oder? Okay, ist eigentlich egal, ob wir so rumgehen oder so rum, aber ich nehme die Treppe. Ist das einfach ein Baumstamm? Okay. Oh, ich bin jetzt so angespannt, ne? Weil halt jeden Moment könnte was passieren. Scheiße. Huch. Okay, das war vielleicht zu vermuten, dass hier sowas ist. Okay. Alles gut. Die kriegen wir mittlerweile gut down. Guck mal, da ist noch ein Raptor. Ist er nicht süß? Ne? Aber du gibst Erfahrung, deswegen
nehme ich dich auseinander. Da vorne ist ein Teleporter. Das macht mir Angst. Immer wo Teleporter ist, sind wichtige Stellen. Ne. Du bist nervig, okay. Ich freue mich schon, sobald wir in den neuen Rang aufsteigen und die neue Rüstung haben. Oh, okay. Der gibt 131, ja, ist klar. Sobald wir den neuen Rang haben und die neue Rüstung, können wir wahrscheinlich auch so viele neue Gegner nochmal platt machen, besser. Weil es gibt ja immer noch ein paar Mutanten, gegen die wir ein bisschen alt aussehen. Na gut, haben wir eigentlich noch Apfelschnaps auf Halde? 9, okay. Wir haben die blutigen Burger und wir haben noch Apfelschnaps. Und wir haben auch noch genug Äpfel... Ja, aber wir haben nicht genug Schnaps, ne? Na gut, müssen wir mal gucken. Wegen heilungstechnischen Gründen... Okay, Crony. Converter Norder besser. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Ausführung negativ. Oh. Was ist los mit dir? Solltest du dich nicht reparieren? Negativ. Analyse, Zugang verweigert. Okay. In Ordnung, ich werde dir helfen. Also, was ist das Problem? Nice. Konverter, Zugang verweigert. Bewaffnung kritisch. Verstehe. Sie wissen also, dass du keiner mehr von ihnen bist. Immerhin warst du klug genug, dich nicht von ihnen zerstören zu lassen. Das ist gut. Wie steht es eigentlich um deine letzten Aufzeichnungen vor unserem Absturz in den Bergen? Analyse. Gleiter war im direkten Anflug auf primäres Missionsziel. Ursache des entstandenen Schadens durch Beschuss aus Bodennähe. Ausweichmanöver war nicht möglich. Woher genau kam der Beschuss? Analyse. Keine positive Identifizierung möglich. Es gab keine Anzeichen von Magie. Möglicherweise Outlaws, Kleriker oder Alps verantwortlich. Hä, aber ich... Es ist doch eigentlich... Okay, es ist nicht 100% bewiesen, aber... Nee, doch, es ist bewiesen, oder? Man hat doch gesehen, wie uns unsere Leute abgeschossen haben. Oder? Also... Du meinst, es könnten auch die Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Analyse. Flug war über Berserkergebiet. Kleriker hatten wenig Grund, das primäre Missionsziel zu schützen. Berechnungen ergeben geringe Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Kleriker. Okay. Waren die Outlaws eventuell für den Beschuss verantwortlich? Analyse. Fähigkeiten und Verhalten der Outlaws schwer berechenbar. Keine Wahrscheinlichkeitsangabe möglich. So gefällt mir das. Auch Alps? Was genau meinst du damit? Analyse. Mögliche Hinweise, dass eine Elex-betriebene Waffe verwendet wurde. Alps verwenden Elex-angetriebene Waffen. Warum sollten unsere eigenen Leute auf uns schießen? Motiv für Beschuss unbekannt. Analyse basiert auf Berechnung nach möglicher Art der Waffe. Keine exakte Identifikation des Angreifers möglich. Hm. Ja, logischerweise. Naja, aber ist doch klar, warum sollten sie uns beschießen? Weil wir zu mächtig werden. Oh, oh wow. Oh, verdammte Scheiße, jetzt passiert sowas. Ich habe mich schon gewundert, so, hä? Wo kommt denn jetzt auf einmal das Gold her? Und die Musik. Ach, Crony ist es wieder. Vor allem ist Crony halt eine Maschine, kann uns gut helfen. Ach, Crony finde ich geil. Crony ist ein cooler Typ. Okay. Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Analyse. Der Beschuss hatte keinen magischen Ursprung. Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Berserker sehr gering. Hm, das heißt irgendwie alles und auch nichts. Ha.
Ich besorge dir die Teile, die du brauchst. Was genau fehlt dir? Analyse, Waffensystemausfall, Steuerungssystem defekt. Und das Zeug finde ich in dem Konverter. Inventarprotokoll positiv. In Ordnung. Ich sehe mal, was ich machen kann. Jawohl, alles muss man selber machen, ja. Schlimm, ne? Nee, aber Crony helfen wir gerne. Das heißt, wir müssen uns jetzt tatsächlich diesem Konverter widmen, ha? Oh gut, das war ja mein Plan. Da kann ich ja jetzt schlecht was gegen sagen. Oh fuck. Okay. Na dann. Willst du mich erstmal in Sicherheit? Analyse. Beseitigen. Eliminieren. Okay. Das klingt jetzt fies. Eieieiei, der Regen. Och, du fucking shit. Nimm mal Burger. Speichern. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiße. Hi! Ich bin gar nicht da. Oh, zwei. Oh, fuck, 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 er kommt gleich wieder runter, er kommt gleich wieder runter. Scheiße, scheiße, scheiße. Nummer, 6. Ach, fuck, zu spät. Man kann die Crony-Quests ja direkt zu Anfang theoretisch machen. Aber das ist hier so hart befestigt, als ob das so gedacht ist. Never ever, oder? Also ich denke, wir sind gerade auch in einer ganz guten Position, das zu machen. Hallo? Bleib hinter mir! Wieso soll ich hinter mir bleiben? Das hat jetzt nichts gebracht. Halt, stopp! Ich krieg so viel Damage und kann mich nicht bewegen, Mann! Warte kurz! Letzter blutiger Burger ist auch noch reingeworfen. Oh, Scheiße, Mann. Na, das bringt so nichts, wa? Na, jetzt. Naja. Ich glaube, für sowas müssen wir tatsächlich mal. Weil bisher haben wir das, glaube ich, noch nicht gemacht. Wo war denn das? Statusanzeige, Radar, Tipps, Tutorial, Fokus. War das woanders? War das hierbei? Zielhilfe. Initial an. Aus. Nahkampffokus. Ist das diese Zielhilfe, die ich. Also. Okay. War das das? Ich weiß es nicht mehr genau. So. Na dann. Hi, na? Komm schon, lande wieder. Und... Jawohl. Was hat sie denn da in der Hand? Macht sie gerade Feuerball? Gibt's dazu irgendein Special Item? Schmuselig, schmuselig, ja. Oh fuck. Aber ich habe dem einen schon so viel Schaden gemacht, da konnte ich da jetzt nicht lassen. Warte kurz. Ah, fuck. Hat so wenig Leben, komm schon. Ah, Crony, wir heilen dich. Gruselig. Komm schon, komm schon.
Jawohl, sehr gut. Ah, fuck man. Jawohl, 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 speichern. Die sind down, da ist jetzt... Okay, das ist auch down. Wir nehmen eine neue Nummer 8. So, wann kommen diese... hallo, Soldaten, wollt ihr... Was, kämpfen die ganz ernsthaft gerade gegen die Viecher? Was ist dein verfickter Ernst? Na, 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 na. Warte mal, das zählt schon als Xarkor hier? Ich bin da. Als ob ich mir die XP nehmen lasse von irgendeinem scheiß Viech. Okay. So, das müsste reichen, oder? Okay, ja, er stirbt auch schon an dem Energieschaden. Gut. Warte. Okay, sie hat es geschafft. Gut, okay. So weit, so gut. Ah ja, der Loot. Holy moly. Heieieiei. Ach, da stehen ja direkt schon wieder Leute. Reines Elux erhalten wir von denen auch. Das ist sweet. Okay, wir sind hinter der ersten Mauer. Bevor wir jetzt weitergehen, nehmen wir die nochmal genau unter die Lupe. Crony ist soweit safe dort hinten hoffentlich. Er wird nicht angezeigt. Warte. Ist er etwa... Oder wird er gerade einfach echt noch nicht angezeigt? Hm. Wenn aus der Entfernung sehen, kann ich ihn auch nicht. Ah, der kann ja nicht sterben, oder? Ist ja ein Gefährte. Gefährtenquest, also können nicht. Wenn wäre es halt schon super assi, aber können die ja eigentlich nicht, ne? Okay, gut, dann müssen wir weitermachen hier, wa? Oder ihr greift direkt an. Okay. Ja. Geht direkt weiter, komm schon, ich muss noch essen, sonst bin ich gleich down. Dann ist ja erstmal alle. Oh Mann, ey. Ein Zettel. Die haben Zettel jeweils dabei? Einmal Zettel. Was soll mir das denn sagen? Zettel. Und wir haben immer noch die Kampfmusik. Ist das wieder so, dass halt in den oberen Etagen irgendwer getriggert ist? Oder... Es geht ja auch nach unten. Aber ich will trotzdem erstmal den Zettel. Zettel, Zettel, Zettel. Kennziffer 11. 22. 33? Nee, 8, okay. Okay, schauen wir mal weiter. Looten schön und kämpfen gegen die Leute. Oh Gott, warte, was steht da? Aushang. Das ist ein Lageplan, oder? Oder irgend so, oder ein Schaltkreis, irgendwas. Noch ein Zettel. Okay. Kann ich denn dort runter? Ja, keine direkte Treppe sehen. Hallo? Ich
kann ja auch keine Fackel anzünden, logischerweise, weil Wasser. Oh, man sieht ja echt nichts. Oh, ist das ekelhaft. Ist immer noch Wasser. Okay, also hier... Hier ist einfach nichts mehr. Okay. Da werden einfach nur noch ein paar Leute ausgesaugt. Und jetzt ist der Trigger weg, ja? Okay.